Okay, warte. Warte, warte, warte. Einmal kurz Pause. Leichteste Übung. Wie habe ich das nochmal gemacht? Alles markiert. Genau, und dann ein bisschen rübergeschoben. So, und dann dürfte ich die auch wieder auf 4 Meter hochkriegen dürfen. Oh, 4. 4. 4. So. Mehr nicht. Nur sowas. Und ich hoffe, dass das... Na, theoretisch... Moment. Könnten wir den noch mal ein bisschen verschieben, ne? Dass die wirklich nur so ein bisschen drankommen. So ganz knapp. Und dass man von hier oben aus guckt. Ich glaube, das ist ganz cool so. Das gefällt mir echt gut. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier machen. Wir könnten ja tatsächlich mal hier so ein bisschen trinken oder so reinsetzen. Wobei ich das irgendwie doof finde, das da so reinzusetzen. Ich weiß nicht. Vielleicht lieber ein bisschen Deko und das war wirklich dann... Ich meine, hier ist ja komplett zu. Das heißt, das stört ihn nicht. Wir können hier dicht machen und dann können wir hier erstmal so eine kleine Fressoase hinsetzen. So. Direkt als erstes den Arbeitskreis erweitern, sonst vergesse ich das. Und zwar hier. Bearbeiten. Japan Makak plus Niala. Dann geht das auch wieder auf, dass sich zwei Leute darum kümmern. Ja. Das gefällt mir so. Jetzt schnell wieder auf Play, damit die Quarantäne... Genau, die haben alle die Quarantäne überstanden. Oh, endlich mal wieder neue Tiere im Zoo. Plupp. Ich bin gespannt. So, was wir hier oben noch ganz dringend brauchen, ist ein schlaues Schild. Das will schon wieder nicht, wie ich will. Irgendwie hat das Ding Probleme, da was hinzusetzen. Dann machen wir das anders. So. Und eine kleine Spendenbox. Gehen wir hier hin. So. Stopp! Bevor die Tiere reinkommen, will ich das nach oben packen. So. Moment. Ist gelandet. So, und den... Der müsste, genau, der richtet sich hier aus. Kann der schon? Kann er noch nicht. Jetzt aber. Ja, wir haben kleine Nialas. So, wie kann ich dir was Gutes tun? Ach so, mehr Erde und dann war es das schon. Okay, das ist einfach.
Und das... Oh, seht euch mal an, wie groß das Gehege für die ist. Beziehungsweise, wenn da was drin steht, wird es sich natürlich noch verringern. Aber das geht schon echt gut. So. Dann gucke ich jetzt erstmal hier nach... Niala. Erstmal brauchen die was zu fressen. Das kann ich gerne hier hinsetzen. Und was zu trinken. Zu trinken. Rückzugsorte. Oh, sowas finde ich schön. Das ist vielleicht zu groß. Aber sowas ist doch cool. So ein kleiner Stall. Den finde ich echt gut. Wenn ich den hier hinsetze, findest du das richtig gut. Und die Tickets sind zu günstig. Ja, ja, das kommt noch. So. So, jetzt berechnet der neu, weil hier geht natürlich jetzt Platz verloren. Immer noch mehr als genug. Dann machen wir... oh, wenn ich Heizkörper und Klimaanlage sehe, dann muss ich gleich nochmal gucken, was die so gebrauchen könnten. Was wir auch nochmal schnell nebenher machen. Yes. Du darfst direkt das Niala bitte erforschen. So, Afrika, Gras und Tropen. Tropen, Gras und Afrika. Ah! Dass denen das schon so reicht, aber... Mir reicht es nicht. Er kriegt sowas. Und... Es wird auch nicht kleiner, ne? Alter. Okay, okay. Das ist so, so stelle ich mir das vor. Oh, und natürlich eine Tabelle. Ich liebe diesen Baum. Ich glaube, überall, wo es geht, werde ich diesen Baum reinstellen. Der ist einfach wunderschön. So, und dann eine Elefantengrasstaude. Die ist doch auch schön. Die können wir hier hinsetzen. So. Können wir noch so kleines Gestrüpp hinsetzen. Eine Apfelmangrobe. Ja, ich finde, Bäume haben wir mittlerweile genug. Gibt es denn auch Büsche? Außer Brennnessel. Sowas. Ach, guck mal, hier müssen wir noch, dass das so ein bisschen geschützt ist. Weil ich Brennnesseln halt, ja, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Pink-Typ, ne? Aber ich finde, das knallt. Echt schon gut. Ah, symmetrisch will ich es aber auch nicht haben. Steine gibt's nicht. Ich finde, die Bananenstaude passt da halt so gar nicht hin, ne? Sowas vielleicht noch. So. Ich glaube, so geht's. So, Lebensqualität ist noch im Keller, weil wir haben nichts. Aber ich glaube, das geht ganz gut. Wie ist euer Stresslevel? Achso, der Stresslevel ist auch okay. Ich glaube tatsächlich, so können wir es machen. Ich bin mal gespannt, ob es weiterhin gut läuft. Ich habe was geschafft. Oh, züchte ein neues Gehegetier. Okay. Nimm zwei verschiedene Gehegetieren auf, okay. Was? Warum? Das Ding wird nicht voll gemacht. Warum?
Wir haben zwei Tierpfleger und irgendwas passt hiermit nicht. Ich verstehe es nicht. Irgendwas ist damit nicht in Ordnung. Dass er das nicht voll macht. War das nicht auch? Genau, das war auch eine Fütterplattform. Aber auch die macht er nicht voll. Also, ich verzweifle auch so ein bisschen gerade an diesem Gehege. Das ist... Japan. Guck mal. Aber sowas haben wir, glaube ich, ja, haben wir da hinten auch schon hingesetzt. Oh, und es gibt Pferde. Warum habe ich die denn letztes Mal nicht gesehen? Das, glaube ich, jetzt erst dazu kommt. Das ist auch cool. Keyboard-Beschäftigung. Suchfutterspender. Ich setze jetzt alles rein, was mit Futter zu tun hat. Haben wir schon ein Spiegelmobile? Na, ach. Nee, alles gut. Haben wir noch nicht. Wir haben auch noch keinen Pappkarton. Ah, jetzt wird es langsam voll im Gehege, ne? Lass mal den mal weg. Aber ich fände es echt toll. Kommen die vielleicht nicht bis hier hinten hin? Doch, die müssen da aber rumlaufen können. Ganz komisch. Verhungert der immer noch? Nee. Celestine, was machst du denn? Strom. Wir machen mal Strom. Oh, das Gehege ist beschädigt. Einmal den Techniker. Und der Zoo ist zu günstig. So, jetzt ist er nicht mehr günstig. Okay, Techniker kommt. Okay, so, Gehege ist also gleich fertig. So, was wir hier hinsetzen können, fällt mir gerade mal so auf. Also Bänke. Warum denn nicht? Ideal ausgenutzt. Also ich finde, hätte man nicht hätte man nicht besser machen können. So. Euch geht's immer noch gut. Euch geht's soweit immer noch gut. Langsam wird's auch wieder hell. Die sind schon echt schön. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Nachzucht funktioniert. Das wäre schon echt nett. Zumal... Ne, 3 ist okay. Genau, bis 5 hatten wir ja gesagt. Warum sind hier 10.000 Pfleger? Leute, ihr habt Jobs. Erledigt sie bitte. Oh, wir haben einen neuen Nachwuchs bekommen. Ein goldener. Sehr geil. Ha, das ist... Also für Gold ist der schon schlecht, oder? Ich meine, das ist geil. 100% Fruchtbarkeit, ey. Gönn dir, aber... Es sind immer noch zu wenige. Das Problem ist, wir müssen die Kinder... müssen wir auf die Pille setzen. Das ist der Papa. Shakira ist 23. Ja, das ist die Tochter. So, wir könnten nach Flamingos gucken, aber ich habe die Befürchtung, dass wir nicht weit kommen. Flamingos.
Ist das nicht alphabetisch? Nein, ist vorne und hinten nicht alphabetisch. Was sind denn die Flamingos? Achso, warte, rosa Flamingos. Da. Filter. Filter. So. 80. Wir hätten natürlich, also wir könnten ein Männchen und ein Weibchen nehmen, dann hätten wir für die beiden Kinder jeweils einen Partner. Der wäre jetzt auch nicht so kacke. Ja. Wäre okay, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir... Mich nervt halt das... Aber das habt ihr ja schon gemerkt, ne? Dass es kein Bargeld mehr gibt. Oh. Weil ich möchte natürlich mir die eigentlich aufsparen, um mir dann weitere Tiere zu holen. Ne? Also wir könnten es auch so machen, dass zu viert, also die beiden werden ja hoffentlich noch ein bisschen Nachwuchs machen, wenn wir sehen, da kommt nichts mehr. Dann werden wir die Elterntiere verkaufen, um uns dann für die Kinder neue Partner zu suchen. So kann man es durchaus machen. Ah, es läuft schon ganz gut. Oh, was wir immer noch nicht haben, sind Fressbuden. Ah! Okay, dann fangen wir mal hier mit an. Einmal kurz Pause. Ja, okay. Nichts Schlimmes. Das ist sehr gut. Ein kleiner Wip. Den machen wir jetzt auch eben. Bringt uns das was? Direkt gucken. Niala, oh ja. Ein Futterballspender, na. Den werden sie aber mögen. Machen wir zwei rein. Ja, so schnell kann man Tiere glücklich machen. Wie ist das eigentlich mit der Temperatur? 8 bis 40 Grad, okay. Also wir brauchen nicht, wenn es schneit, bräuchten wir einen, aber ich glaube, wir haben hier keinen Schnee. Hat es hier schon mal geschneit? Nein, glaube nicht. Also brauchen wir keinen Heizgebimsel. So, ich würde jetzt hier nochmal genau dasselbe machen wie da hinten, also noch ein bisschen weiter vor, weil wir haben ja hier den Platz, dann hier nochmal so ein Kreisel. Ich glaube, das war echt sehr intuitiv eine coole Idee. So. So. Und dann könnten wir wieder... Ach, das wird so awesome. Nein. Das vielleicht nicht, aber... Wenn wir so richtig cool sind... Setzen wir hier nochmal Vivarien rein. Machen den Mittelweg weg. Setzen da gleich wieder irgendeine ganz coole, ausgefallene Pflanze rein. Was aber wichtiger ist, die Leute brauchen was essen. Und zu trinken. Und Toiletten. Will ich das so machen? Ich könnte es auch so machen. Hier rein. Dann mache ich erstmal nur die beiden.
Um abzuschenken, wie der Bedarf ist, ne? Wenn ich jetzt alles hier vollhau und keiner kauft was, ist das ja auch kacke, ne? So, brauchen wir ein großes Klo? Das passt da ja sehr schön rein. Da habe ich irgendwie noch nie jemanden dran rumgammeln sehen, aber vielleicht, vielleicht. So, dann machen wir doch hier nochmal einen. Yes. So, was wir jetzt nicht vergessen dürfen. Es ist nicht ganz gerade, aber ich werde es überleben. Das sind Esstische. Ja, da ist mir das fast schon wieder zu eng. Machen wir so. Und gerne auch über die Ecken. So. Und überall die Mülleimer hin, damit dieser Zoo ja sauber bleibt.